Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur 181. Folge. Ja, langsam wird die Folgenzahl natürlich immer höher, logischerweise. Mensch, 181 Folgen, immerhin sind wir fast am Ziel und ja, es rast so ein bisschen die Zeit, da ja Shadowlands bevorsteht, obwohl es schon Gerüchte gab, die sich noch nicht bestätigt haben. Ob das Add-on eventuell um ein paar Wochen verschoben wird, was eigentlich keinen Sinn machen würde, weil, naja, was will man als Entwickler schon innerhalb von 3 Wochen noch großartig erreichen? Ja, gut, der Pre-Patch sollte eigentlich gestern da sein, ist aber nicht. Er ist zwar auf dem PTR aus dem Testreihen, aber nicht auf den Live-Servern und ja, dementsprechend wohl nächste Woche. Der, lasst mich nicht lügen, 7.10. ist ein bisschen knapp, so kurz vor Erscheinen des Add-ons, aber wir lassen uns da mal überraschen, inwiefern es da ja dann noch irgendwelche, ja, Überlegungen gibt. Ich habe keine Ahnung. Mir soll es recht sein, weil umso eher können wir noch Stufe 120 erreichen, hat den kleinen Vorteil für uns, dass wir noch im normalen Levelbereich landen, da ich ja auch skaliert werden würde, so rum ist richtig gesagt, wie alle anderen auch, da diesmal nicht nur der Schaden reduziert wird, sondern auch die Level und auch die Item-Level und wie man das halt also so kennt. Und ja, alle, die 120 sind, also die Höchststufe, die aktuelle haben, sind dann Stufe 50. Und bei uns, also bei mir jetzt 115, oh Gott, lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich würde Stufe 48 sein, bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Gut, also wie beim letzten Mal erlebt, gab es viel Action, die Horde hat ja nur die halbe Stadt angegriffen, warum auch immer. Und ja, wir sollen dem entgegentreten, ein paar Orks kloppen und Feuer löschen. Und helft uns! Hör auf, mal auf Funk zu schreien und Widerstand gegen die Horde halt leisten. Meine Questzeile ist schon wieder ein bisschen zu weit rechts, aber damit können wir erstmal, glaube ich, ganz gut leben. Gut, dann muss ich auf jeden Fall überlegen, wie ich die Feuer lösche. Ob ich Wasser sammeln muss oder ich habe keine Ahnung. Also hier ist kein Symbol jetzt irgendwie zu sehen. Aber das bekommen wir dann schon irgendwie mit. Ach, ihr, da sind das zwei. Ah, okay, ich habe den Kopf noch nicht gesehen. Kann man ja mal übersehen. So, hier war doch irgendwie da ein Wassereimer. Das macht schon mal Sinn, dass am Wasser ein Wassereimer steht. Oh Gott, der, gut, das wird dann lange dauern. Da ich immer hin und her laufen muss, wie ihr seht. Denn hier erscheint dann so ein Button und ich kann dann damit die Feuer löschen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so problematisch, aber dieses zum Wassergerenne ist so ein bisschen sinnfrei, weil warum kann ich den Eimer nicht mitnehmen, der dann 15 Aufladungen hat? Also so ganz, ja, kleinteilig sollte man doch jetzt eigentlich nicht in WoW sein. Man weiß doch, was gemeint ist, oder? Aber gut, okay. Dann laufen wir uns einen Wolf. Gut, dass ich blinzeln kann als Magier. Und dann geht es halt immer hin und her, um die Feuer zu löschen. Ist nicht schön, aber was soll ich machen? Achso, okay, ist gleich beide gelöscht. Gut. Dann greife ich erstmal den hier an, um die Bewohner zu befreien, bevor er sie mir eventuell tötet. So, euch muss ich hoffentlich nur anklicken. Ja. Ohne euch wäre ich nicht mehr am Leben. Ah ja, euch beide. Wo läufst du überhaupt hin? Seht ihr doppelt? Ich hoffe es. Nicht die schon wieder! So, dann einmal das. Einmal das. Den Karren löschen und wieder zurück. Ach Gott, gut, dass ich das nur noch 6 Mal machen muss. So, dann das kleine Fleckchen dort und dann ist hier schon mal halbwegs gelöscht.
So, ist hier ein Eimerchen zu sehen? Ich glaube nicht. Oder? Ach doch, ich habe ihn gefunden. Alles klar. Soll eine weibliche Ork-Stimme sein? Das hat sich merkwürdig angehört. Aber gut. Jeder, wie er mag. So, was gibt's denn im Haus? Na, leider nur eine Trollfrau. Trollin hört sich so komisch an, deswegen Trollfrau. Ich kenne noch niemanden, der Trollin sagt. Gut. Das ist ein Quest. Das finde ich jetzt nicht nett. Irgendwas greift mich an. Ach, hallo. Die Häuser wollt ihr auch noch in die Luft jagen. Ah, okay. Also Quest Nummer 3. Bombenentschärfung. Oder Sprengstoff sammeln. Sprengstoff sammeln. Gut, also da lang. Ah, ich gehe jetzt einfach mal hin, bevor ich es wieder vergesse. Ist ein bisschen merkwürdig, dass hier ein Quest zu finden ist, aber gut, okay. Er weiß, was er gesehen hat. Orkische Räuber töten und Getreidesäcke wieder einsammeln. Also das ist da quasi Folgequest. Das uns jetzt erstmal noch nicht interessiert. Denn wir sind hier noch nicht fertig. Uns das hier dementsprechend zurückzuerobern. Ach, das war Quatsch. Ich könnte ja schlecht von einer Kugel getroffen werden, wenn ich sie froste. So, neues Wassereimerchen sammeln. So, dich retten. Die Horde! Was macht die denn hier? Das frage ich mich auch, aber das werden wir sicherlich gleich herausfinden. So, da vorne ist mal wieder eine versteckte Truhe irgendwo. Ich glaube, der Karren brennt. Ich hoffe, ich treffe den. Sieht gut aus. So, Frage. Ruhe im Haus oder hinterm Haus? Ich sterbe. Höre nur auf. Also, da oben ist noch ein. Bauer oder Bürger, Dorfbewohner, besser gesagt, zum Retten. Dann retten wir dich mal. Ohne euch wäre ich nicht mehr am Leben. Gut, also Truhe. Wahrscheinlich auf dem Haus. Ja, super. Also wenn ich jetzt nicht komplett irgendwas übersehe. Wo ich denn da hoch? Ich kann auf den Baum klettern. Sollte zumindest gehen. Wenn ich mich nicht so dämlich anstelle. Wäre einfacher, wenn ich mal dich daran zoome. Na komm. So, so. Ach, Mann. Sehe ich denn jetzt von hier oben die Truhe? Also bevor ich mich jetzt hier weiterquäle. Hallo? Rückgelassene Wespedose. Soll aber nicht auf dem Dach sein. Welchen Stein hochheben? Auch nicht, ne? Kann ich hier was anklicken? Also ich weiß ja nicht. Adga, Erleuchtung.
Eine Güte. Da oben drauf. Oh Gott, ja, Leute. Scheiße. Ah, nicht da rein. Blizzard hat doch nicht daran gedacht, dass man hier auch wieder rauskommen muss. Wie so oft. Komm ich denn da an, wenn ich da drauf stehe? Ah, nicht schon wieder. Warum? Okay, ich weiß warum. Also in der Theorie komme ich von hier doch auf das Regal, richtig. Diese Kamera macht mich nervös. So, auf das kleine Fass. Ich weiß nicht, wie sie sich das gedacht haben, aber... Ah. Ah, jetzt haben wir es. Geht doch. Wow, gab das viele Erfahrungspunkte. Kriegsressourcen und ein unvergessliches Mittagessen. Na, herzlichen Glückwunsch. Darf ich das jetzt essen? Öffnen. Bitte beides rausnehmen. Gedämpfte Miesmuscheln und ein Trank, so wie es aussieht, ein alkoholisches Getränk. Ja, dein Prost, ne? Gut, na gut, Kriegsressourcen. Kann man immer gebrauchen. Aber ansonsten hat sich die Qual jetzt nicht gerade gelohnt. Schade eigentlich. Ich muss trotzdem immer noch irgendwie leider ein paar Feuer löschen. Bist du nicht weg? Wollte ich retten. Also anklicken und dann retten. Na gut. Fallen die Bomben von. Ach, die Bomben muss ich auch noch sammeln. Und wer ist er denn? Da wird jemand an die Wand genagelt, wortwörtlich. Oder gesperrt. Also vom Speer an sich. Waffe, Speer. Nicht von Speerrennen. Hinguckt da nicht hin. Nee, der hat gerade andere Sachen zu tun. Der ist gerade beschäftigt. Hab ich ja noch nie gesehen. So brutal ist World of Warcraft mittlerweile. Hängt einfach die Dorfbewohner an die Wand. Was bist du denn? So, die Bomben ist ganz schön nervig. Oh, hallo meine Freunde. Kommt mal bitte in die Richtung. So, hier ist ein Wassereimer. Das ist sehr gut. Und ein Goblin. Was passiert eigentlich, wenn ich... Okay, schade. Ja, sein können, dass der trinkt. Das Gerücht gibt es ja auch bei Truthähnen oder allgemein Federvieh. Wenn es regnet, du dir nach oben gucken. So, hier vorher bräuchte ich noch zwei. Nichts in der Nähe, ne? Na gut, dann einmal hier durch. Und Wurf. Und Touchdown. Wunderbar, das hat funktioniert. Dann jetzt noch viermal Sprengstoff und irgendwelche Befehle, die sich dort in diesem Haus hier wahrscheinlich befinden. Was eigentlich ganz nett aussieht.
Gut, also irgendwo hier. Ah, Champion Starbiss. Mit Doppel-R. Und der Biss wieder Biss. Ich möchte trotzdem einmal hochgehen. Vielleicht ist hier auch noch eine Bombe platziert. Ja, ich habe recht. So, von den Dingen dann nur zwei. Was hängt hier für ein schönes Bildchen? Ach, frag mich nicht, wo das sein soll. Wahrscheinlich auch hier irgendwo in Kultiras. Kenn ich nicht. Auch nicht. Der sieht sehr grimmig aus. Oh, hier brennt was. Könnt euch wohl selber denken, was da liegt. Gut, so. Dann einmal den Chef hier von der ganzen Aktion. Wenn es denn mal näher rückt. Ah. Was jetzt? Das hängt schon wieder. Diese scheiß Mikro-Ruckläne. Dadurch stand ich natürlich genau im Meteorhagel drinne. Oder wie die Attacke nochmal heißt. Jetzt ruf auch noch Freunde dazu. Wenn wir sonst nichts zu tun haben. Nicht schon wieder vor allem. Kann man was brocken? Sonst dauert das hier länger. Danke. Geht doch. Er hatte die. Ah ne, wollte gerade sagen. Doppel-Loot und so. Auch mit Plattenspulten. Naja, gut. So, Leute. Wir brauchen jetzt viermal. Ah ne, zweimal nur noch. Den Sprengstoff sammeln. So, eine noch. Da hinten, auf der anderen Seite. Nehmen wir den. Du brennst, Kollege. Gut. Was? Die Quest hat sich gerade geändert. Soll jetzt zwei Verwüster vernichten. Ja, diese Goblins. Ich übersehe euch ständig. Aber es liegt auch in deren Hautfarbe. Denn dieser grüne Rasen. Da ist das schon nicht ganz einfach. Gut, dann vernichten wir auch nochmal diese beiden Verwüster. Für die dunkle Fürstin. Oh. Bitte greif ihn nicht nochmal an. Auch er greift ihn nochmal an. Tschüss. Mit dich möchte ich mich nicht nochmal anlegen. Wie mache ich das jetzt? Gut. Kabuff. Kavum. Sucht's euch aus. Das Ganze dann hier auch noch einmal. Irgendwo kann ich dieses Ding andrücken.
Wunderbar. Gut, dann geben wir die beiden oder die drei Quests mal wieder ab. Aua. Kann mich jetzt nicht unsichtbar machen. Und dann hoffen wir mal, dass sich das hier eventmäßig ändert. Oder auch nicht. Mal gucken. Wäre ja schön, wenn. Macht es einfacher für mich, hier wieder durchzukommen. Aua. Ja, hier, macht ihr das mal. Ich möchte das Quest abgeben. Und Level Up, Stufe 116. Seid ihr hier, um mit anzupacken? Bringt mir aber nichts weiter. So, tötet Kommandant Wermut. Und übernimmt die experimentelle Kriegsmaschine. Dafür bekomme ich eventuell, also zur Auswahl besser gesagt, einen Gürtel, der gar nicht mal so schlecht ist, hat nur keine Vielseitigkeit, aber dafür Crit oder Hosen, die mir aber nichts nutzen, da ich die F-Stück-Hose anhabe. Also gibt es einen neuen Gürtel. Der sitzt da oben. Gut, dann werden wir erst einmal dem anderen helfen. Zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da nicht mehr ganz so viel Zeit auf der Uhr ist. Na gut, das Event wird wohl nicht beendet vorerst. Dass die Stadt wieder normal ist. In Anführungszeichen normal. Kann ich hier durchschießen? Ja. Aber das hier sollten wir doch, glaube ich, noch schaffen, oder? Der Hund greift mit, also der Reitwolf greift mit an. Herzlichen Glückwunsch auch. Dann könnte das ein bisschen hartnäckiger werden. Aber sehr viel Stoff kommt hier. Also Leinen heißt das ja neuerdings in Battle for Azeroth. Ja. Ich sehe hier einen Rare-Mob, oder? Mitwirker Pilzring. Ja, mal gucken. Konnte ich hier irgendwas einsammeln? Habt ihr was gesehen? Also ich nicht. Mir ist nichts aufgefallen. Wenige Getreidesäcken. Okay, der Wolf bleibt einfach stehen. Habe ich ein Rasenmäher oder ist das ein Flugzeug? Was sind das, diese komische Erdeschreiter? Mechanische Landarbeiter. Hört sich ein bisschen an wie ein Rasenmäher. Ah, da ist ein Getreidesack. Okay. Wissen wir schon mal, wie die aussehen. Die Reitwölfe bleiben irgendwie stehen und greifen dann doch nicht mit an, wenn ich weit genug weg bin und sie bekämpfe. Aber das Problem ist, kann er den anderen nicht looten. Das ist denn natürlich so ein bisschen schade. Die brauche ich eigentlich nicht. Hier die Patrouille ist wichtig. Wo die mich wieder nervt. Weil wie man sieht, springen die von ihrem Reitwolf ab. Wenn ich den nicht angreife, greift der auch nicht an, aber ich kann dann halt den Ork-Räuber oder Räuberin dann schlecht looten. Die Frage ist, ob es despawnen würde. Ich glaube nicht. Goodie, so. Ist der letzte Räuber dann noch? Das sind ja nicht viele, die ich benötige. Ja, die Getreidesäcke dauern ein Weilchen. Weil man sie ja erstmal finden muss. Und dann geht's im Keller. Da bin ich doch immer neugierig. Hallo Keller. Hier stehen sogar welche. Früher war alles einfacher. Was löst ihr? Oh ja, ihr löst wirklich was aus. Schwach und auf dem Weg zur Schlachtbank. Oh, ein Rehmob lösen nicht die aus. So. Interessant. Der Kriegshäuptling sagt, keine Überlebenden.
Irgendwie fehlt mir hier ein Button. Warum auch immer. Na gut, okay. Es gibt leider nur. Die Verwundeten noch nicht wegschaffen. Aber ihr habt uns Zeit verschafft. Ja, wohl doch nicht. Hatte doch mal einen Zauber. Womit ich schneller einen Frostblitz wirken kann. Aber vielleicht ist das jetzt in die Eisform übergegangen. Aber gut, okay. Vielleicht aus alten Tagen. Ist egal, das hat einen Rebob ausgelöst. Das fand ich jetzt ganz nett. Auch wenn der leider nur ein bisschen Azerit macht hatte. Wir sind ja kurz vor Stufe 5. Bin ich der Meinung. Ja, Stufe 5, richtig. Ah gut, ist nicht der, der auf der Karte stand. Das ist ja mit dem merkwürdigen Pilzring. Aber gut, das ist jetzt außerhalb unserer Reichweite. Gut, so, ich beeile mich jetzt ein bisschen die letzten Säcke hier sammeln und dann müssen wir die Folge beenden, sonst wird es ein bisschen zu lang natürlich. So. Einmal den. Höhle. Na super. Also eine Ahnung, aber. Okay, mal gucken, ob wir in die Höhle rein müssen. Ach, da ist der Pilzring. Ne, der Pilzring ist in der Höhle. Ja, logisch. Leute, versteckt auch nicht so diese blöden Getreidesäcke. Weiterhin hier auf dem Bauernhof, da ist Respawn. Braucht er jetzt nur noch einen. Ach, da ist er. Krieg ich den, ohne den anzulocken? Ja. Gut, so, schnell. Kein Essen jetzt dabei, sondern schnell zurück Quest abgeben. Nächste Folge dann. Mal hier in die Hülle. Und gucken, was der eventuelle Remob sagt, sofern der wirklich dort in der Hülle ist, weil er mir das halt mit Pfeil nach unten anzeigt. Dass der dort versteckt sein könnte. Wenn nicht, dann gucken wir mal, ob wir ihn einmal weiter finden. So, abgeben, abgeben. Und ja, es folgt dem auch nichts nach. Es gab Kriegsressourcen. Ah, das ist kein Wort für mich. Ja gut, wir in der nächsten Folge gucken wir dann mal, ob wir hier mit diesem Remob irgendwie was anfangen können. Mit merkwürdiger Pilzring. Ah, jetzt hängt es mal wieder ein bisschen in der Sprache. Und dann, ja, mal gucken. Richtung Bärenwogen für das Quest annehmen. Denn hier haben wir oben ja noch den Kommandanten. Und dann mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Gut, dann machen wir hier einen Cut. Und dann geht es hier ungefiltert und ja, schnurstracks dann in der nächsten Folge weiter. Und dann danke ich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.